41st millennium. For 10,000 years, the Imperium has dominated the galaxy. There is only war. Every human soul, from the most highborn lord to the most basic servitor, is dedicated to the service of the God Emperor of mankind. The Imperium's battle fleets and armies, from the conscripted soldiers of the Astra Militarum to the elite space marines of the Adeptus Astartes, keep humanity safe from alien threats and cosmic horrors beyond imagining. But there is another war. It is the one in which I serve. Our bid. Commence war translation. Is not one of battlefields and fleet engagements. It is waged by the dedicated agents of the Imperial Inquisition. It is fought in the cities and hives of the Imperium. In the back streets and the forgotten sublevels. In hive cities like Tertium. We are surrounded! Don't get overrun! For if the Inquisition fails, if we fail, the Imperium falls with us. Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns mal was ganz anderes an, und zwar schauen wir mal in ein etwas älteres Spiel rein, und zwar in Warhammer 40k Darktide. Ist schon, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar rausgekommen, das Spiel, also jetzt nicht ganz neu. Aber soll sehr, sehr gut sein. Nachfolger von Warhammer Vermintide. Und ich bin ein großer, großer Fan vom Warhammer-Universum. Und ich habe jetzt durch Zufall gesehen, während ich mal so ein bisschen den Xbox Game Pass durchforstet habe, dass Warhammer Darktide da sogar mit drin ist. Und dachte mir, da muss ich einfach mal eine Runde reingucken. Und wir schauen uns das einfach mal an. Wir sind hier auf einem großen Stadtplaneten des Imperiums der Menschheit und sind hier wahrscheinlich gegen das Chaos und den Warp unterwegs. Und wir schauen einfach mal, was es jetzt hier für Klassen gibt. Ich kenne das Spiel so auch noch nicht. Wie gesagt, noch nicht gespielt. Vermintide habe ich gezockt. Das war ja im normalen Warhammer-Universum. Das ist jetzt im Universum 40k. Und wir spielen hier anscheinend auch Anhänger des Imperiums. Veteran Scharfschütze können wir hier zum Einnehmen. Soldat des Astra Militarum werden als fähige und erfahrene Krieger für den Imperator der Menschheit geschätzt. Prediger. Also wir sind hier anscheinend Menschen und spielen hier keine Space Marines. Also wir sind hier nicht mit dem Adeptus Astartes unterwegs, nicht mit den Übermenschen des Imperiums. Den Eiferer, den Prediger haben wir hier, okay. Eiferer sind fanatische und gläubige Krieger, deren Zorn und Inbrunst im Namen des Imperators sie an Orte führt, an die sich andere mit weniger Glauben niemals wagen würden. Wen haben wir hier? Die Zioniker, Zykinetiker, das sind sozusagen die Magier im Warhammer 40k-Universum. Die sind mit dem Warp im Bunde, nutzen also die Macht des Warp, sozusagen indirekt die Macht des Chaos auch ein wenig mit. Die Chaosgötter entstammen ja in dem Warhammer-Universum aus dem Warp, um quasi eine Art Magie zu nutzen. Psychische Mutanten oder Zioniker schöpfen Kraft aus dem Immaterium, um ihre beeindruckenden mentalen Fähigkeiten zu stärken. Sie werden im gesamten Imperium mit Argwohn als Okkultisten betrachtet. Ja, die meisten vom Imperium sehen die so ein bisschen als Hexer und so an. Es gibt nur einen der Primarchen, Magnus. Das ist quasi einer der Söhne des Imperators, wenn man so will, einer der genetischen Söhne, die besonders stark ausgebildet sind in zionischen Kräften. Aber die sind auch verpönt von den ganzen anderen Legionen.
Und die Okren haben wir hier auch interessant. Schädelbrecher. Okren sind riesige, mächtige Abhumane, die oft vom Astra Militarum als Stoßtruppen eingesetzt werden. Sie sind stark und treu, besitzen aber nur eine begrenzte Intelligenz. Also der dicke Haut-drauf-Tank hier in diesem Spiel sozusagen. Scharfschütze. Ja, ich bin fast versucht, die Sioniker-Klasse mal zu spielen. Ich glaube, wir spielen mal den Sioniker. Was haben die denn hier für Effekte? Große Reichweite, zerbrechlich, von Gefahr angetrieben. Okay, da haben wir hier wirklich so Magiefähigkeiten. Ah, die werden hier sogar angezeigt. Sehr cool gemacht. Okay, Warp-Sauger haben wir hier. Hirnexplosion töten, Kampfmeditation. Gucken wir mal an, was haben wir hier noch für Details. Große Reichweite, präzise, taktisch. Also den Standard schützen sozusagen. Na, gibt auch hier wie bei Remnant 2 Schwachstellenschaden anscheinend. Munitionsreserve, das wäre dann mit dem Jäger so ein bisschen zu vergleichen. Granaten, Aura, Kampfspaten und Plasmagewehr. Jetzt haben wir hier Prediger, hoher Schaden, Ansturm. Okay, so ein bisschen auf den Nahkampf ausgelegt. Dann hier mit Schrotflinte und so ist auch nicht schlecht. Züchtigung des Bösen, ikonisch. Ja, zweihändiges Kettenschwert und Flammenwerfer. Was hatte er nochmal für eine Waffe? Kampfspaten am Anfang. Kann man bestimmt auch noch später austauschen. Ein Pri-Schwert und ein Ziehstäbe haben wir hier mit dem. Und die hier sind natürlich dann C, halten viel aus. Ja, sind natürlich sehr groß dann auch. Wird deutlich größer als die anderen. Bullensturm, übermäßige Gewalt, überwältigend im Nahkampf, sind noch stärkere Nahkämpfer dann, denke ich mal, mit weniger Fernkampf. Grenadierhandschuh und Klotzschilder, ja. Ich denke, wir nehmen mal dann doch den Prediger. Den Prediger nehmen wir. So eine Mischung aus Nahkampf und obwohl Flammenwerfer. Bleiben wir bei unserer ersten Wahl. Wir nehmen den Sioniker und gucken einfach mal rein, als Art Magier mal zu spielen. Okay, was können wir hier jetzt auswählen? Unsere Heimatwelt. Aber da haben wir hier verschiedene zur Auswahl sogar. Das ist ja relativ umfangreich sogar dieses Mal. Das war, glaube ich, bei Wyrmint halt nicht so umfangreich. Cardia. Festungswelt des Imperiums. Ich frage mich jetzt, was das hier für einen Sinn hat, hier die Anfangswelt zu wählen. Farbe. Ja, wählen wir mal die hier. Die sieht doch ganz nett aus. Unsere Kindheit. Oha, das hat sogar richtig Lore und alles. Das ist ja krass. Agrararbeiter, Militärlakai, Grogsporner, Algenfarmer. Nehmen wir mal den Militärlakai. Die Jugend. Wow, wir haben ja richtige Auswahlmöglichkeiten bei diesem Spiel. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt hier so tief reingeht in die Materie. Schwerstarbeiter, Außenseiter, Vision, Eigenverantwortung. Von der Arbeit geschmiedet. Das klingt doch gut. So, was haben wir denn? Prägender Moment. Du hast viel durchgemacht, diesen Kampf, den du Leben nennst, verlangt es aber aus all den Schwierigkeiten und all den Triumphen sticht ein Verfall, sticht ein Vorfall aus deinem Gedächtnis hervor, der dich mehr als alles andere geprägt hat. Mutantenvorfall, psychisches Erwachen. Nehmen wir hier psychisches Erwachen. Oder Zauberer des Wahnsinns, das hat dann ja bestimmt eher was mit dem Chaos zu tun. Nehmen wir das. Okay, wir können sogar unseren Charakter komplett designen. Das ist natürlich krass. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so umfangreich ist. Bei Vermintide bist du, glaube ich, ist man einfach nur rein ins Spiel und es ging direkt los, mehr oder weniger. Man hatte gar nicht so wirklich die Auswahlmöglichkeiten hier.
sich groß was zu wählen. Unser Gesicht können wir hier auswählen. Ich würde mich jetzt nicht so gerne hier so lange aufhalten mit. Wir wollen ja jetzt einfach nur mal reingucken ins Spiel. So, machen wir das erstmal kurz so. Was haben wir hier für Frisuren zur Auswahl? Oh Gott. Na gut, die haben ja wilde Frisuren hier. So, nehmen wir einfach die, denke ich. So. Passt. Gut, Bärte haben wir hier noch zur Auswahl, verschiedenste Art. Dann nehmen wir den einfach mal. Hier können wir auch noch verschiedenste Tattoos wählen. Ja, nehmen wir einfach den. Wir sind ordentlich groß. So. Fortfahren. So, was haben wir jetzt hier? Die Entscheidungen in deinem Leben haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist. Es gab Freude in deinem Leben, sicher, aber dir blieben viele Narben. Und zwar nicht nur psychische. Das ist es, was aus dir geworden ist. Ja, physische. Many dreams before, but never like this. I should have known the enforcers would not tolerate. It seems that no matter how is my dream repeating itself. If we don't have the legs, we don't have anything. How did our betters not see this? I'd like to wake up now, I think. Remain vigilant, associates. Ja, nehmen wir das. Jetzt können wir hier noch unsere Farbe wählen. Nehmen wir aber grün. Grün ist gut und wir scheinen ein Sträfling zu sein. Wir sind eingesperrt. Okay. Was für zufällige Namen würde uns denn hier geben? Kurusat, Karot, Musat. Interessant. Wenn man da zufällige Namen kriegt, habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich, im Spiel. Agent fertigstellen. Willst du die Einstellung deines Agenten mit diesen Optionen fertigstellen? Jo. Gut, dann schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Ich freue mich ja auch schon sehr, sehr auf das kommende Warhammer Space Marine 2, wo wir gegen die Tyranniden kämpfen mit den Ultramarines. Ultramarines sind ja sozusagen das Aushängeschild des Imperiums, was die Space Marines angeht. Mit Robute Gilliman als Primarchen. Ich bin schon sehr gespannt. So, jetzt bin ich mal kurz ruhig. Prisoners all secure, ma'am. I'll check for myself if you don't mind. Of course, ma'am. But do be wary. Every one of them's a filthy heretic. That one certainly is. Keep him intact. No accidents. My master wants to interrogate him as soon as we reach the hive. Of course, ma'am. Upon my life. This one, however. Makes you wonder why we even bother shipping trash like that. Save a lot of data slate work just to process the execution notice now. What do you say, criminal? Shall I put you out of your misery? And ours, you would. Be quiet. Well, nothing to say? This is a mistake. I am a loyal servant of the throne. But of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. Find us, Sarah! We're boarded! Catapult, now! Thank you.
we do about that one? Nothing. The boxes will be here to feed soon enough. Okay, das geht hier ja direkt krass ab. I may have been betrayed by my fellows, but I shall not betray the Imperium. Wir sind also verraten worden wahrscheinlich. Wir sind hier irgendwie eingesperrt. Ausdauerbalken haben wir. Okay, interessant. Die Frames laufen so einigermaßen. Also scheint nicht so wirklich gut optimiert zu sein, das Spiel, muss ich sagen. Gut, aber das ist hier bei, wie bei Vermintide. Blocken können wir auch. Ich werde einmal kurz schauen, ob ich hier in den Optionen noch etwas umstellen kann. Wir sind hier irgendwie die FPS ein bisschen zu niedrig. Dafür, dass ich so ein gutes System habe eigentlich. So, DLSS ist an, ne? Ja. Okay, aber ich hatte schon mal gehört, dass das sehr schlecht optimiert sein soll. Oha. Jetzt haben die uns hier angegriffen die ganze Zeit. Okay, ja, ist jetzt ein bisschen besser, aber naja. Bleibt halt gerade so knapp bei 80, 90 FPS hier gerade. Na gut. Aber es lässt sich ja vernünftig spielen. So ist es jetzt da nicht. Es ruckelt ja nicht oder so. Schauen wir erstmal. So, kurze Eindämmung. Wo sollen wir denn hin? Können wir hier irgendwie sowas wie eine Karte? Laststahl, okay. I should link up with the vessel's defenders. Offer my services. Aber haben sie schon ganz cool gemacht. Wir sind hier in dieser Gefängniseinrichtung. Wir irgendwie durch? Nee. Hier ducken wir uns? Okay. Wirklich Fähigkeiten haben wir aktuell noch nicht. Ah, kommt wieder so einer hier. Zwei Stück direkt. Ich bin mir auch nicht sicher, können wir irgendwo einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Ging, glaube ich, nicht, ne? Nee. Ist einfach so standardmäßig festgelegt. Konnten auch bis jetzt nichts auswählen. Vermintide hat man ja auch online gespielt mit verschiedenen Leuten, wo man dann in die Sitzungen gejoint ist. Das können wir wahrscheinlich hier nach dem Tutorial dann auch machen. Ist ja eigentlich ein Online-Game. Und bei Vermintide war es eigentlich auch übelst das Draufgehauer einfach nur. Hier haben sie jetzt anscheinend etwas mehr Story eingebaut. Finde ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, ich bin großer Fan von den Warhammer-Büchern. Das Tabletop spiele ich selber nicht, aber die Bücher, da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr belesen auch, was die Dinge angeht. Ich kenne mich also ziemlich gut aus, soweit eigentlich im Warhammer-Universum, was die Horus-Heresie angeht zumindest. Wow. Die waren jetzt hier schon ein bisschen Chaos mutiert auch. Frag mich, können wir hier irgendwo auch ausweichen?
Ja, wenn wir Leertaste drücken, macht er so einen kleinen Satz zur Seite. Nur hier an die Konsole, an den Aufzug. Mit unserem Spaten unterwegs bis jetzt. So, geht zur Ladebucht, okay. Ja, Horus hat ja irgendwann den Imperator verraten. Horus war ja der Kriegsherr des Imperators. Und hat sich mit dem Chaos zusammengetan. Und dadurch das gesamte Imperium und damit auch alle Galaxien des Imperiums in einen unglaublichen großen Brüderkrieg zwischen den Legionen der Astartes gestürzt. Und das jetzt werden hier noch Nachwirkungen, denke ich, sein von dem Krieg damals. Horus hat ja fast den Imperator getötet und ihn quasi gezwungen, den Rest seines Lebens im goldenen Thron zu sitzen. Genau gesagt, der Imperator hat sich ja mehr oder weniger besiegen lassen von seinem Sohn Horus. You said you were a loyal servant of the throne. I did. Wahrscheinlich ist das hier auch schon nach der Horus-Heresie von der Geschichte. Wenn sie sagen, dem Thron, meinen sie wahrscheinlich dem goldenen Thron. Und der Imperator ist hier quasi in dem Sinne nicht mehr direkt am Leben. Also er lebt indirekt noch, wird am Leben gehalten. Aber sitzt halt im goldenen Thron, der verstärkt die Zykräfte des Imperators und er hält so die Warp-Kräfte in Schach, damit sie nicht das Universum komplett überfluten. Ich meine mich zu erinnern, dass ihm jeden Tag 1000 Zionika geopfert werden, damit er am Leben bleiben kann. So. Jetzt können wir hier wechseln. I pledge my service gladly. So, wo müssen wir denn hier lang? Ist natürlich ganz nice, dass wir jetzt hier eine Schusswaffe haben. Vermintide hatten wir sowas nicht, obwohl ich glaube sogar schon, dass es da auch Schusswaffen gab. Ist zu lange her. Armbrüste und ich glaube, man hatte auch Gewehre und so weiter, aber keine vollautomatischen. Eher so Repetiergewehre. Ah, die Gegner haben auch Schusswaffen, okay. You're actually not bad at this. Training never leaves you. Also hier überall die ganzen Adler des Imperiums. Ein Thunderbird. Könnte ein Thunderbird sein. Eine kleinere Variante vielleicht auch davon. Bin mir nicht sicher, wie groß die Dinger sind. Die Storm Raptor. Ein Raptor ist das in dem Fall. Okay. Gut, halten nicht wirklich viel aus, die Gegner, aber soweit ich mich entsinne, müssten hier nachher so unglaublich viele Gegnermassen kommen, dass es dann auch ganz gut ist, dass sie nicht so viel aushalten. Ja, Energiehammer. Okay, jetzt müssen wir hier den Raptor verteidigen. Great. Ah, da kommen noch mehr.
Ihr seht, ne, das werden jetzt immer mehr. Das werden nachher unglaublich viele Gegner sein. Ja, wir können auch schnell Feuer machen. Granaten haben wir noch nicht, ne? Boah, sind ja schon ganz schön Wellen hier, die ankommen. Man kann das Spiel, glaube ich, auch bis zu 4 Spieler im Koop spielen, wie gesagt. Well, you coming or not? You helped me. Maybe I can help you. No promises. Probably wind up dead. Das ist ja cool. I was dead anyway. Very poetic. Just don't tell anyone I let an escaped prisoner save my life. Or you'll be more than dead. Noch mit den Sprüchen und Weisheiten des Imperators. Also jetzt sind wir hier auf einem der riesigen Stadtschiffe des Imperiums. Sieht aus wie eine riesige Kathedrale hier. Ja, die sind immer sehr, sehr fanatisch, was ihren Glauben an das Imperium betrifft. Damals galt auch die Vergötterung des Imperators als verboten. Aber ich glaube, mittlerweile, wo der Imperator gar keine richtige Wahl mehr hat und nur noch auf dem goldenen Thron sitzt, hat sich das alles ein bisschen geändert. Aber sieht schon ziemlich beeindruckend gemacht aus hier oben mit dem Universum über der Kuppel. Finde ich immer sowieso im Warhammer-Universum so krass, was die einfach für unglaublich beeindruckende Bauwerke haben. Da freue ich mich bei Space Marine 2 auch schon. Das soll eine unglaublich coole Kulisse haben. Okay, und das ist jetzt hier so unser zentraler Stützpunkt sozusagen. Ja, schon cool, das mal alles so zu sehen. Man kennt das ja aus den Büchern, aber gesehen hat man es selber immer noch nicht so richtig. Dass man sich das auch dann mal besser visuell vorstellen kann. Ah, so the next step before we can... Is this kind of no-opa? The best we can recruit these days? This one could be useful. Claims to be a loyal servant of the throne. Sounds great. This is... I'm Sergeant Major Morrow. You're fresh meat. Mission briefings come through me. Let's see what you can do. All right. Get to the Psychanium. Zum Psychanium. Psychanium sollen wir jetzt. Wir haben jetzt ja hier als Klasse den Psioniker gewählt. Das heißt, wir sind begabt in den psionischen Kräften. Impressed. No wonder she recommended you for further training.
Once you are shackled to my glorious Zykanium, I will mentor you in the skills an operative needs to survive. One assumes you do want to survive. Have no fear. My psychic conjurations cannot kill you, though they may leave persistent feelings of inadequacy. Okay, so haben wir hier eine Art Training-Ziehkammer, okay. Schade, dass es keine deutsche Vertonung gibt, das ist leider oft bei Warhammer-Spielen der Fall. Wobei Space Marines 1 hatte noch eine deutsche Vertonung, Teil 2 soll wahrscheinlich keine mehr kriegen. Grundausbildung. Die Grundausbildung ist ein Muss für jeden Agenten. Der Abschluss der Grundausbildung gewährt dir Zugang zum Missionsterminal und zu deiner gewöhnlichen Ausrüstung. Teufelsklaue, Schwert und MG, okay. Hätte ja gerne ein Kettenschwert, aber vielleicht kriegen wir das später noch. You've come to learn, yes? The Zykanium is just the place. You can chain light or heavy attacks in any order. Chained attacks have different angles of attack and damage properly. Leichte Angriffskombo. Ah, gedrückt halten ist schwerer Schlag. Eine Reihe schwerer Angriffe. Okay, also wir haben hier deutlich mehr Kampfmöglichkeiten als gedacht. So können wir die Gegner stoßen beim Blocken. Psychers always have access to psychic abilities in combat. Psychic abilities build peril. Too much peril is lethal. Meditate to quell your peril. Ja, wenn wir zu viel psionische Macht benutzen, dann fallen wir nämlich dem Chaos anheim. Das können wir hier über Meditation wieder zurückgewinnen. Interessant. Das füllt dann hier unser... Sind wir 100%? Ja, jetzt verfallen wir dem Chaos. Da ist die Frage, wie meditieren wir? Uns einfach hinhocken? Baut sich das auf? Wahrscheinlich müssen wir uns echt hinhocken einfach, okay. Beim Hinhocken meditieren wir. Dann geht dann unsere Chaos-Stufe nach unten. Okay, ich verstehe. To unleash a shockwave that knocks enemies back and removes all peril. Ja, baut sich dann so eine Art zionische Macht auf, müssen wir nochmal in Ruhe lernen. Okay, wir können die auch mit so einem Schlag umstoßen. Dodging allows you to evade range fire and melee attacks. Okay. Okay, also wir haben auch so eine Art Rüstung. Okay, also einfach durch Angreifen füllen wir unsere Verteidigung wieder auf. Ugh!
Okay, machen wir nochmal die Zusatzausbildung. Die sehen ziemlich heftig gepanzert aus. Scheinen auch diese Ogre zu sein. Alles, was wir an psionischer Kraft benutzen, schwächt uns quasi in dem Sinn, beziehungsweise wenn wir es zu viel machen, fallen wir, wie gesagt, dem Chaos anheim. Okay, Medipack platzieren. Für unsere Teammates. Ah, sehr interessant. Und das heilt uns dann passiv hier drumrum. Auch nicht schlecht. So eine Art Regenerationsturm. Munitionskiste. Können wir genauso werfen. Füllt dann passiv unsere Munition auf. Ne, das müssen wir dann aktiv machen. Okay, wiederbeleben, das kennt man ja. Corruption reduces maximum health. If you are down to the last segment of your health bar is corrupted, you are incapacitated and captured. Ah, dann haben wir weniger Grundleben, wenn wir sterben. Okay. Aktiviere die Medicare Station, regeneriere dich an einer Medicare Station. Okay. Müssen wir mit Energiezellen aktivieren? Oh, er sieht ja auch abgefahren aus hier. Alter Schwede. Dangerous enemies can be tagged to alert your team. World markers can be placed to help coordinate your team's tactics. Follow me! Enemy spotted! Das ist natürlich sehr praktisch für Gruppenplay. Crouching while sprinting performs a slide. Sliding helps evade attacks, similar to dodging. Mhm. Ja, beim Sprinten rutschen. Also können wir dann dem Feuer entgehen. Okay, alles cool. Jo, das ist schon ordentlich brutal. Ah, okay, dann ziehen die sich zurück. Das ist echt cool gemacht. Gibt viele Mechaniken hier auf jeden Fall. Haben sie sich auch ein bisschen aus den normalen Warhammer-Spielen, den Strategiespielen, Dawn of War abgeguckt. Wir werden selber auch unterdrückt, okay. Aus der Schusslinie gehen. Ach, wir sollen hier rüber, okay. Und eine neue Deckung. Er schießt jetzt da drüben hin und wir sind jetzt hier rüber. Und er schießt einfach weiter dahin, okay. Okay, ja gut, aber damit kommen wir klar, denke ich. Damit kommen wir klar.
Jetzt haben wir hier unsere Waffen bekommen. Ah, okay, jetzt haben wir hier auch unser Inventar. Vertrauenslevel steigen hier also auf. So heißen hier die Stufen. Ausrüstung. Richtig mit Werten auch drauf. Also auch wieder ziemlich umfangreich. Das gab es in Vermintide ja aber auch. Und ich glaube hier nicht so umfangreich. Also hier ist es deutlich umfangreicher. Wir können hier noch einige Skins freischalten. Okay. Ja, cool. Erster Eindruck ist auf jeden Fall ziemlich gut. Finde ich ganz cool, dass sie hier jetzt so ein bisschen mehr Story-Gameplay eingebaut haben. Ja, hier vom goldenen Thron aus sieht er alles. Da sitzt ja, wie ich sagte, schon der Imperator drauf. Um seine zionischen Kräfte zu verstärken. Ist also ziemlich sicher, dass das hier jetzt nach der Horus Heresy spielt. Weil am Ende der Horus Heresy ist der Imperator erst auf den goldenen Thron gesetzt worden. I am Grendel. It is my honor to serve the God Emperor of mankind and fight the darkness that contaminates the Imperium. The supreme power of the Holy Inquisition is mine to wield. Who am I? The Hive World of Atoma Prime is a vital stronghold of Imperial power. No matter the darkness, no matter the racking storms of space, Atoma Prime must stand resolute. But a threat has come, the very darkness I am sworn to deny. Who am I? I have learned that Atoma is cast by the dark stain of truth. Chaos is the arch enemy of mankind. It is the damnation of the warp. It is everything I am sworn to oppose. Who am I? I'm a warrior! It can only be cast out by the light of the throne and the scourging touch of flames. Who am I? I'm a warrior! As an instrument of the Inquisition, and no matter the risk to body and soul, I will purge the Hive from top to bottom, and cut out every scrap of darkness I find. Who am I? I am a warrior! Das ist wirklich schon sehr cool gemacht. Also mir gefällt das sehr gut bis jetzt. Klar, die sind hier sehr, sehr fanatisch bei Warhammer. Gerade zu diesem Zeitpunkt der Geschichte. Okay, Zugriff auf das Missionsterminal. So, schauen wir uns hier auf jeden Fall nochmal so eine normale Mission an, würde ich sagen. Oha, da gibt es einige. Schnelles Spiel. Hier können wir jetzt Schwierigkeitsgrade auswählen, okay. Müssen wir eine höhere Stufe für haben, bevor wir die auswählen können.
schnelle Spiel. Spiele eine zufällige Mission mit kürzeren Warteschlangendauer. Okay, machen wir einfach mal schnelles Spiel. Bedrohungslevel auswählen, okay. Da brauchen wir dann auch ein höheres Vertrauenslevel. Aufstand, Aufruhr. Ja, machen wir mal eine Stufe schwerer einfach mal. Spielen wir mal. Also wir spielen jetzt online mit anderen Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe. Groß die Ogre auch sind. Okay, wir joinen jetzt hier direkt in die Runde rein. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dem Chaos verfallen. Das füllt sich auch ziemlich schnell auf. Also oft können wir das jetzt hier nicht verwenden. So, erstmal einen Überblick hier verschaffen über die ganzen Fähigkeiten. Wir können irgendwie auch noch nicht den zionischen Block verwenden aktuell. Waffe können wir auch noch nicht aufladen. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie erst Zielmächte gewinnen. Oder irgendwie aufladen. Habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Hier ist Munition. Wow. Okay. Hier so ein Stab wie sie haben wir noch nicht. So nützlich scheint die Zionik momentan auch noch nicht zu sein. Also weil unsere Chaos-Level sich so schnell aufbaut hier. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Wo sollen wir denn hier hin überhaupt? Wie funktioniert das jetzt hier alles genau? Big city. Strong walls. Impressive. Tertium, summit of the wonder. The grandest planetary capital for free sectors. Und statt Fernwaffe können wir wahrscheinlich nachher auch so einen Psionika-Stab haben. Ist jetzt hier noch ein bisschen verwirrend, vor allen Dingen gerade im Gruppenplay. Ich verstehe, wie gesagt, noch nicht genau, was jetzt hier so abgeht. Nehmen wir mal unser Nahkampfschwert hier. Ich glaube, das ist irgendwie am effektivsten aktuell.
die Fässer hier irgendwie explodieren. Ja. Oha. Was ist das hier für ein Viech? Mutiertes Chaoswesen. Okay, jetzt ist auf jeden Fall tot. Irgendjemand hat hier viel Schaden gemacht, ziemlich schnell. Da sind schon kranke Viecher hier dabei, auf jeden Fall. Granate. Munitionskiste haben wir dabei, okay. Müssen uns tatsächlich hier ein bisschen verstecken. Oha. Shit. Ja gut, ich bin hier wahrscheinlich richtig noobmäßig gerade unterwegs. Also auch ein bisschen taktisch spielen hier tatsächlich. Müssen wir hier ein bisschen erstmal reinkommen in das ganze Ding. So richtig cool finde ich die Sionik bis jetzt noch nicht, wie das hier umgesetzt ist, weil wir so langsam unseren Schuss nur aufladen können. Aber vielleicht wird das ja später noch. Also die heben wir wieder auf. So. Wir haben auch drei Balken. Die Ogre, die haben mehr Leben. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Kampfsystem. Wir können unsere Waffe jetzt auch noch nicht aufladen. Er macht zwar diese Geste, aber er lädt hier noch nichts auf. Müssen wir wahrscheinlich erst die ein oder andere Fähigkeit für freischalten.
Punisher hat Small Plaststahl gefunden. Ja, Nahkampf gefällt mir tatsächlich bis jetzt am besten hier in dem Spiel. Na, hier können wir Medic Station nochmal verwenden. Aber die kann nur einmal verwendet werden, okay. Sollten wir da also immer für die schwächsten, also am stärksten verletzten Teammitglieder aufbewahren. Was haben wir hier noch? Munition. Okay. Unsere Schusswaffe scheint jetzt auch hier nicht so mega effektiv zu sein, tatsächlich. Oh, da steht ein Gegner rum. Nur so Einzelschüsse die ganze Zeit. Okay, den müssen wir hier beleben. Aber ist ganz cool. Wenn man sich hier so ein bisschen dran gewöhnt an alles, an die Steuerung und das Gameplay und so, dann ist das, glaube ich, ganz cool gemacht. Und vor allem, wenn wir nachher mehr Fähigkeiten haben. Oh, wir haben keine Munition mehr. Können wir hier mal so ein Munitionsding hinschmeißen. Zielkräfte sollten wir uns dann wahrscheinlich für größere, dickere Gegner aufsparen. Wahrscheinlich macht das ziemlich viel Schaden, könnte ich mir vorstellen. Leicht enthauptet. Ja, unsere Teammates blocken immer unsere Schüsse, weil die so riesig sind. Klettern können wir anscheinend nicht. Ich
Wow, wo kam er her? Von hinten? Machen wir die halt mal ein bisschen hier im Nahkampf. So. Oha. Einer unserer Verbündeten ist umgefallen. Oha, das hört sich nicht gut an. Flammenwerfer, oha. Kommt er denn hier an? Nicht gut, nicht gut. Boah, oh, wir sind tot. Ja, krass. Zwei von uns sind sogar weg. Mit seinem heftigen Flammenwerfer hier. Ich glaube, wir sterben. Boah, er rettet uns noch rechtzeitig. Ich danke dir. Ja, der Flammenwerfer eben war heftig. Der hat uns ganz schön umgehauen. Das sind auch ganz schön langwierig, die Mission hier, ne? Also so kurz sind die nicht. Sieht teilweise gar nicht, wo die Gegner herkommen hier. Wow. Boah, wir werden ja richtig überrannt hier. Oh, krass. Dann sind wir fast schon wieder tot. Sionik reinschießen. Muss hier irgendwie heilen vielleicht. Nee, leider nicht. Richtig verziehen tut die Waffe eigentlich auch nicht. Also dieses Ranzoomen brauchen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Oh. Okay. Von irgendwo werden wir hier wieder beschossen. Oha. Müssen wir weg? Jetzt wieder so einer. Oh Gott. Wer hat uns da denn? Alter Schwede. Gott, da sind wir zerschmettert worden. Das Ding scheint heftig zu sein. Sieht aus wie so ein verseuchter Servitor. Oh,
kommen hier auch von allen Seiten, ne? Ja, auf dem Modus ist es auf jeden Fall gar nicht so einfach. Gut, wir sind auch die niedrigste Stufe hier wahrscheinlich. Unsere erste Mission hier gerade erst. Ah, das sieht gut aus. Erreiche den Exfiltrationspunkt. Mission geschafft. Nicht das beste Gameplay hier abgeliefert gerade. Aber ist wie gesagt auch alles ein bisschen verwirrend hier gerade gewesen. Nice, aber wir haben die Mission geschafft. Booster abgeschlossen. Okay, der eine, der dabei war, war auf jeden Fall, glaube ich, eben schon Stufe 11. Waffe freigeschaltet. Obscurus Blut-Zieh-Schwert MK2. Noch eine Waffe freigeschaltet, eine Axt. War auf jeden Fall ganz cool, auch guter Schwierigkeitsgrad. Geschenk des Imperators. Neues Sturmgewehr. Okay, geht jetzt hier automatisch die nächste Mission weiter. Ich wollte eigentlich wieder zum Hub zurück. Gucken wir gleich mal. Ihr werdet in Strategium beschworen, okay. Enemy resistance in the Hive is chewing holes in the warband. We're losing trained veterans. And what do I get to replace them with? Dirtbag raw recruits like you. So here's a chance to impress me. You need to give us your best on every damn mission. You understand? I'll be watching you, Acolyte. What does your best look like? Alles klar. Du hast die Waffenkammer freigeschaltet. Okay. Na gut, wir müssen natürlich, wie gesagt, erstmal die ganzen Sachen hier dann freischalten. Okay. Die Waffe haben wir jetzt neu bekommen. Die ist schon mal stärker als die andere. Die rüsten wir mal aus. Und wenn ich auch Schwerter bekomme, können wir vielleicht nicht ausrüsten mit dieser Klasse. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Okay. Gut, aber ich würde sagen, den Rest, den gucken wir uns alle mal in Ruhe an. Die Waffenkammer können wir uns ja noch einmal kurz angucken. Runes Waffenkammer. Ah, das hier ist das Zieh-Schwert. Ach, das müssen wir uns jetzt hier kaufen. Okay. Aber wir sind jetzt Zioniker, kaufen wir uns das Zieh-Schwert. Das haben wir freigeschaltet und danach kaufen wir die Sachen. Okay. Waffenkammer und Kuriositäten anfordern. Interessant. Jetzt haben wir das Zieh-Schwert zur Auswahl, ne? Das ist etwas stärker. Das hat einen stärkeren schweren Angriff, einen etwas schwächeren leichten Angriff, parieren. Warp-Ladung, okay. Leichter Angriff ist hier ein bisschen stärker, dafür schwerer Angriff schwächer. Ist auch eine andere Art schwerer Angriff hier. Warp-Widerstand. Schaden. Finesse. Wählen wir mal das Zieh-Schwert aus. So. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für den ersten Eindruck, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich überlege mir nochmal, ob ich das mir nochmal weiter angucke. In erster Linie wollte ich ja einfach nur einmal reingucken. Vielleicht spiele ich es auch alleine einfach mal ein bisschen weiter. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, lasst euch gut gehen. Hey.